Oh, Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Robin, wir sind hier in der Modell Straßenbahn Club der DVB auf der Hamburger Straße. Ja, sind wir. Das ist eine Anlage, die verschiedene Stadtteile von Dresden, wo die Straßenbahn lang fährt, darstellt, also verschiedene Jahren. Das ist richtig. Also wir haben verschiedene Module, nennen wir es mal, wo einzelne Stadtteile als Segment abgebildet sind und das dann zusätzlich noch in verschiedenen Jahren. Also sind zum Teil dann auch historisch konserviert. Als Beispiel, der Straßenbahnhof von Klotzsche ist in den 90er Jahren abgerissen worden und bei uns auf der Anlage steht er halt noch. Der Modellstraßenbahnclub, den gibt es ja schon seit sehr vielen Jahren. Ja. Und ist ja auch an verschiedenen Ausstellungen, die ihr immer in eurem eigenen Räumen macht, aber auch als Gast seid. Ja, zum Beispiel, also wir haben viermal im Jahr, einmal im Vierteljahr geöffnet, Weihnachten an zwei Wochenenden. Und zusätzlich sind wir noch extern unterwegs, zum Beispiel im Frühjahr im Straßenbahnmuseum, alle zwei Jahre auch im Körnitztal, wenn da die OVPS das Körnitztalfest begleitet. Und so versuchen wir uns natürlich auch Gästen, die außerhalb von Dresden sind, zu präsentieren. Ein Club lebt ja nur mit Mitgliedern. Derzeit seid ihr ja ca. 10 Mitglieder. Sucht ihr noch Mitglieder? Natürlich suchen wir Mitglieder. Die sollten Interesse für Modellbahn, vielleicht sogar etwas speziell Straßenbahn haben. Vorkenntnisse sind aber trotzdem nicht zwingend erforderlich, weil man kann ja alles erlernen. Also es werden übrigens Sponsoren gesucht, also auch richtig Kräfte, richtig Hände, die mit anfassen. Die sind immer gesucht und zum Beispiel auch für Ausstellungen brauchen wir Leute, die die Anlage bedienen im Fahrbetrieb. Wir brauchen Leute, die die Aufsicht machen, wenn es an irgendwelchen Stellen klemmt. Eintritt, alles Mögliche. Also die begeistert sind dafür, die sich hier mit einbringen wollen, die wenden sich an euch über eure Homepage. Genau, www.dresdner-modellstraßenbahnclub.de. Wir sind auch auf Facebook zu finden, dort einfach nach Modellstraßenbahn suchen. Nächstes Jahr, also 2018, findet ja ein ganz großes Event hier in Dresden statt, wo ihr Ausrichter seid. Genau, da richten wir im alten Schlachthof Dresden im Juni die 15. internationale kleine Bahn ganz groß aus und da kommen Modellstraßenbahn-Clubs aus ganz Deutschland und umliegenden Ländern nach Dresden und präsentieren ihre Anlagen. Und wir werden natürlich auch mit unserem Segment wieder dabei sein. Da danke ich dir ganz herzlich und ich denke, wir sehen uns auch öfters. Das würde mich freuen. Jeder ist mir herzlich willkommen. Wenn ich richtig die Mehrwert gebe.